Und Level 3 beginnt. Dann machen wir mal weiter hier. Die Schule ist geschlossen und der Hausmeister bewacht die Haupthalle. Ich muss mich aber unbedingt in der Bibliothek schleichen und Linda treffen. Und ich habe keine Ahnung, welche Tür der Bibliothek führt. Ich muss sie finden, ohne mich erwischen zu lassen. Ich bin froh, dass du gekommen bist, Lisa. Ich hatte schon Angst, der Hausmeister würde dich nicht hereinlassen. Komm hier rüber, ich zeige dir was. Ich habe ein paar Nachforschungen über Mr. Sands angestellt und du glaubst nicht, was ich herausgefunden habe. Hier, seht ihr das an. Das ist ein sehr altes Foto und der Mann in der Ecke, des Bildes sieht aus wie jemand, den wir kennen. Merkwürdig, dieses Bild ist mehr als 100 Jahre alt und der Typ dort auf der rechten Seite sieht haargenau so aus wie der unheimliche Mr. Sands. Ja, du hast recht, aber wie ist das möglich? Mal sehen, ob wir noch mehr Hinweis zu diesem Mr. Sands und Darkcore finden. Ja, allerdings fehlen ein paar Bücher in der Bibliothek. Wahrscheinlich haben ein paar schlampige Schüler sie nicht wieder zurückgebracht. Ich habe ein paar Bücher in der Haupthalle herumliegen sehen. Vielleicht sind das die fehlenden Bücher. Tja, da sollten wir mal nachsehen. Geh sie mal holen. Ich suche inzwischen weiter hier in der Bibliothek. Aber sei vorsichtig und lass dich nicht vom Hausmeister erwischen. Ja. Immer das schon. Schön dunkel hier.
Super, Lisa. Du hast ein paar sehr interessante Bücher gefunden. Zusammen mit den anderen Informationen, die ich hier gefunden habe, ergibt es ein paar wirklich seltsame Hinweise. Ein mehreres Ungeheuer, das ist bizarr. Und das ist auch wieder unser Mr. Sands, aber er heißt Mr. Sandy. Dies stammt aus einer Zeit, als die Bohrung in Jorvik begann, aber damals schien die Firma der Core zu heißen. Hier ist ein Artikel über einen Bohrunfall. Es gab weitere Unfälle an den Standorten der Dipcore. Anscheinend musste der Betrieb im Jahr 1904 schließen. Sieh mal hier, eine Geschichte über ein Pferd mit Namen Little Starshine. Diese Namensähnlichkeit werden langsam unheimlich. Ja, was soll ich jetzt mal? Oh. Hallo? Lisa, bist du bei Linda? Du musst schnell wie möglich zum Reitstall kommen. Es ist etwas Furchtbares passiert. Level 3 abgeschlossen.